Wie angekündigt, gehen wir jetzt weiter nach Stuttgart, dort an die Börse. Ich begrüße Holger Scholze, Marktbeobachter in Stuttgart. Ja, beginnen wir zunächst einmal mit der Stimmung an der Börse, so das große und gesamte Gesamtbild. Die Anleger in Stuttgart stellen sich ganz gerne so ein bisschen antizyklisch auf. Ist heute fast ein bisschen schwierig. Also es wird aber schon rege gehandelt. Es wird eine richtig proppevolle Börsenwoche mit zahlreichen Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen. Und man bringt sich schon in Stellung. Und es geht schon munter hin und her hier beim Handel. Zunächst setzte man auf steigende Kurse, dann auf fallende Kurse. Da haben wir den Eurowag Sentiment Index auch mit klaren Ausschlägen gehabt. Aber jetzt gerade eben liegt er im Bereich der Nulllinie. Das heißt, es gibt keinen klaren, eindeutigen Mehrheitstrend im Hinblick auf den deutschen Aktienindex. Aber das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Daten vom Immobilienmarkt in den USA stehen auf dem Programm, das GfK-Konsumklima, dann für Deutschland, dann die zwei großen Zinsentscheidungen der US-amerikanischen Notenbank am Mittwoch und am Donnerstag dann der Europäischen Zentralbank mit all den wichtigen Begleitkommentaren und natürlich die wichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA. ADP schon am Mittwoch, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag, am Freitag der große Arbeitsmarktbericht. Also die Anleger können sich frisch machen. Da wird es wohl eine Menge Bewegung geben und wir werden hier alle Hände voll zu tun haben, das alles dann für Sie zu verfolgen. Frisch machen wird sich auch Peter Löscher, wenn man das so glauben darf, ab Mitte der Woche darf er sich nach einem neuen Job umsehen. Jetzt hat man ihn ja seinerzeit geholt, um den Schmiergeldskandal, diesen Sumpf trocken zu legen, als Mann von außen. Hat er ganz prima hingekriegt. Und dann hat man ihn mit ein paar Gewinnwarnungen, 6 an der Zahl, fast so ein bisschen ins Leere laufen lassen. Ja, also es steht mir höchstwahrscheinlich überhaupt gar nicht zu, dies alles zu werten, da das natürlich ein sehr erfahrener Manager ist. Aber die Fakten, die sprechen natürlich am Ende gegen ihn. Das ist wie bei einem Fußballtrainer, der gibt sich auch viel Mühe und möchte, dass seine Mannschaft gewinnt. Und wenn er dann 3, 4, 5 Mal hintereinander sieglos vom Platz geht, dann wird auch seine Position und Person in Frage gestellt. Und wenn es dann, wie im Fall von Siemens, dann scheinbar auch noch interne Querelen gibt, also so richtig grün scheint sich ja Gerhard Kromme, der Aufsichtsratschef, und Peter Löscher als Vorstandsvorsitzender auch nicht zu sein. Sonst würde Peter Löscher jetzt auch nicht fordern, dass Kromme auch gehen soll. Erst dann würde er bereitwillig das Feld räumen. Also da gibt es wohl jetzt auch handfeste Probleme und da muss man dann irgendwann auch einen Strich ziehen. Erst recht, wenn nun jetzt eine solche Gewinnwarnung rauskommt. Und das tut Siemens jetzt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob dann Joe Kaeser, der ja überall eigentlich recht stark und gut geachtet wird, dann tatsächlich der neue Vorstandsvorsitzende wird. Viele Privatanleger sehen zumindest in der Siemens-Aktie, die ja in den vergangenen Jahren doch eher zu den Leidtragenden gehörte, dieser ganzen Geschichten auch um Siemens selbst, wo ja Peter Löscher versucht hat aufzuräumen. Aber so richtig sind die Zahlen eben dann nicht für ihn gelaufen. Aber jetzt schöpft man hier zumindest vorsichtig neue Hoffnung und Call-Optionsscheine werden heute auch mit längeren Laufzeiten auf die Siemens-Aktie gekauft. Die Aktie selbst allerdings im Moment nur leicht im Plus. Was machen die Anleger mit K+S? Die Aktie, wir hatten sie gerade noch mal gesehen gehabt, der stärkste Wert momentan im DAX. Wie stellt man sich auf? Ja, aber auch da hatten die Aktionäre nicht so viel Spaß in den vergangenen Monaten. Da ist die Aktie irgendwann auch noch unter die 30-Euro-Marke gerutscht. Und das, obwohl viele sagen, ist das Unternehmen doch gut aufgestellt. Im Winter verdient man Geld mit Streusalz, im Sommer mit Kalidüngemitteln. Aber auch da gab es natürlich Strukturierungsbedarf, Umstrukturierungsbedarf. Viele Maßnahmen wurden ergriffen, um auch die Effizienz hier zu steigern. Auch hier haben offenbar einige Privatanleger die Hoffnung, dass es bei der Aktie eine Trendwende geben könnte. Obwohl Potash ja in der vergangenen Woche eher enttäuschende Zahlen vorlegte, die Aktie von K+S litt damit. Aber viele sehen das jetzt als günstige Kaufgelegenheit, offenbar aber nicht nur Derivateanleger, sondern auch Börsianer, die am Aktienmarkt agieren. Denn wie gesagt, K+S kann heute ganz gut zulegen und insofern bin ich mal gespannt, ob sich dieser Trend jetzt tatsächlich auch fortsetzen könnte. Nach der Hitzewelle der vergangenen Woche gab es jetzt gestern hier und da kräftige Unwetter mit Hagelkörnern so groß wie Tennisbälle. Die haben sicherlich auch das eine oder andere Solarmodul zerschmettert. Ist das der Grund, warum man sich Solarwerte etwas genauer anguckt? Und ich bin heute Nacht auf dem Weg von Dresden hierher nach Stuttgart auch durch ein solches extremes Unwetter gefahren. Gott sei Dank keine Hagelkörner, aber der Regen war schon so heftig, dass man die Hand vor dem eigenen Auge nicht mehr so richtig sehen konnte, sofern ich ausgestiegen wäre. Aber ich habe mich natürlich davor gehütet. Der Scheibenwischer lief auf Hochtouren. Die Sonne schien aber in den vergangenen Wochen. Und jetzt ist natürlich hier die Frage,
ob dieser Kompromiss zwischen Europa und China im Hinblick auf die Solarmodule tatsächlich so gut ankommt. Und das ist mitnichten der Fall. Es gibt starke Kritik, aber immerhin gibt es mal eine Einigung. Denn nicht auszudenken wäre es gewesen, wenn dieser Streit am Ende zu einem Handelskrieg ausgeartet wäre. China hat ja umgekehrt gegen diese Strafzölle, die die EU ja verhängt hatte, schon Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel gegen Wein, der aus Europa nach China geliefert wurde. Und man hat auch angedroht, gegen Polysilizium, ein Grundstoff für die Solarindustrie, hier Maßnahmen zu ergreifen. Darunter hätte dann auch die deutsche Wacker Chemie gelitten. Jetzt gibt es insofern erstmal eine gewisse Erleichterung, dass es überhaupt zu einer Einigung gekommen ist. Mit der Kritik muss man sich jetzt wahrscheinlich auseinandersetzen, aber die Aktien aus dieser Branche, die können heute eigentlich ganz gute Entwicklungen vorweisen. Wacker Chemie mehr als 2% im Plus, die SolarWorld sogar mehr als 5% im Plus und die SMA Solar lag zeitweise im Plus, ist jetzt leicht ins Minus gerutscht. Aber immerhin spüren wir Reaktionen. Aber es bleibt natürlich eine große Anspannung im Solarsektor vorhanden. Und gerade für Privatanleger bleibt das ein ganz heißes Pflaster, was mit vielen Risiken verbunden ist. Insofern kann ich nur dazu raten, sofern Anleger hier tatsächlich investieren möchten, bitte nur mit entsprechend überschaubaren Beträgen, die dann nicht das ganze Portfolio in Gefahr bringen. Also hier muss man sich immer vorher ganz genau überlegen, was man tut und mit welchen Anteil an dem Geld, was einem für die Börse zur Verfügung steht. Oder man sucht sich eine ganz andere Anlageklasse, in dem Fall vielleicht sogar den Wein aus Europa. Danke. Ja, zum Wohl, mein Lieber. Tschüss.